Hallo ihr Quirlinge, weiter geht's mit Nokori in Pathfinder Wrath of the Righteous, beziehungsweise erstmal mit General Setsuna Shoi am 7. Kutona 4715, der Dezember. Wir haben noch 17 Bewegungspunkte frei, kriegen wir damit diese Armee hier gestellt? Geht das? Ja, das ist eine 8er Armee, das ist eine 10er Armee. Und wir haben nur noch 66 Energie, das kann knapp werden. Oh, wow. Wir haben da mächtig viele Bogenschützen. Na, schaffen wir es überhaupt? Geht das? Ja, das schaffen wir gar nicht mehr. Bis dahin brauchen wir 21 Bewegungspunkte. Dann reist erstmal dahin und dann gucken wir uns das am nächsten Tag an. Was machen denn die Heldis zwischendurch? Es gibt gerade keine Armee, die auf Dretzen vorrückt oder woanders hin vorrückt. Die Helden rücken aber dahin vor, zum Herz des Mysteriums. Genau. Wie kommen wir dahin? Ah ja. Ja, so offensichtlich. Lesen. Alte Ruinen, die Sarkoris von den unbekannten Baumeistern aus der Zeit des Erdenfalls geerbt haben. Die Sarkorianer nannten diesen Ort Herz des Mysteriums. Über sämtliche Mauern der Ruinen verteilt befinden sich zahlreiche Druckplatten, Knöpfe und Hebel, deren Zweck sich nur erraten lässt. Wir gucken mal, ob die Passerscheine hier passen. Ich habe nämlich mal geschaut in den betreffenden Episoden, wo wir zweimal an Rätselstellen waren, wo wir Passerscheine hätten einsetzen müssen und keine hatten. Jetzt haben wir welche, aber ich habe den Verdacht, dass die da nicht passen. Es ist unglaublich, aber wahr. So, Ember, du bist immer noch negativisiert. Aber die Helden sind noch frisch. Ich teile mal ein bisschen Rindenhaut aus und so nützliche Zauber. Okay. Dann, Woljev, bilde dir eine Meinung, kundschafte aus. Was haben wir hier? Aha. Da kommen wir da garantiert gar nicht rein, ha? Vermutlich nicht. Dann wäre das ja ganz schnell erledigt. Und ich glaube auch nicht, dass wir hier noch auf Gegner stoßen. Höchstens auf einen Toten mit ein bisschen Kram. Ja. Hey. Wollt ihr was dran? Nö. Ich habe keinen Weg hier auf diese Bergspitze oder auf dieses Plateau gefunden. Gibt's da was? Nochmal checken. Dann steigen wir dem Rätsel aufs Dach. Ich habe ein Symbol, da reinzugehen. Aber das kann mächtig ins Auge gehen. Dann fällt die Tür hinter uns ins Schnappschloss und zack. Braucht der 5. Kreuzzug dringend einen neuen Kommandanten. Aber wir kommen rein. Ist aber beengt hier. Obwohl es mittelgroß ist. Ah ja, Tendenz zu klein. Ah, das ist das Problem. Ich muss einmal die Kamera drehen. So, und schon haben wir viel mehr von der steinernen Kulisse auf dem Bild. Aha, was ist das da? Das könnte wieder ein Satz Steine sein. Das ist bestimmt sogar ein weiterer Satz Steine. Nein, es ist etwas ganz anderes. Oh, hier fällt Woljev nichts auf. Es brummt etwas, hier geht eine Treppe nach oben. Dunkelmaske. Eine geheimnisvolle weiße Maske mit der Inschrift Ich bin das Dunkel. Aha. Ist das etwas, was wir an den namenlosen Ruinen, an dem Nenio-Rätsel, nenne ich es mal,
was wir da an dem Fuß einer der Säulen hinlegen müssen. Hinlegen können, hinlegen dürfen. Da waren noch so verklausulierte Rätsel und es könnte ja sein, dass eine Rätsellösung das Dunkel ist und dann hätten wir jetzt etwas, was das Dunkel verkörpert. Könnte sein. Okay, Woljew holt die Kollegen hier an den Fuß der Treppe, bevor er nach oben schleicht. Ah ja. Ach, du ahnst es nicht. Aber noch ein Rätsel. Und da ist der alte Geist wieder. Er hatte uns ja irgendwie gewarnt, dass das was mit Dämonen zu tun hat hier. Achso, neue Karte. Stimmt. Lieber nochmal anschalten. Und dann kommt man alle nach oben. Zum Herz des Mysteriums gehen. Na, tatsächlich. Okay. Das Herz des Mysteriums öffnet sich nur dem Würdigsten, sagt der alte Geist. Geheimwissen muss verdient werden. Schafft ihr es bis zum Ende, werdet ihr die erste von vielen werden. Aus dem Nichts erscheint eine durchscheinende Gestalt. Ihre Stimme ist eintönig und gleichgültig und ihr Gesicht verbirgt sich hinter einer Maske. Die Geheimnisse der Schöpfung liegen vor euch, hinter diesem Schlüsselloch. Der Schlüssel liegt in euren Händen. Aber um die Tür zu den jenseitigen Geheimnissen zu öffnen, müsst ihr 5 Rätsel lösen. 4 von 5 werdet ihr fern von hier finden. Sucht, forscht und beobachtet, um zu enthüllen, was verborgen ist. Erreicht den Kern des Rätsels. Berührt die vergessenen Geheimnisse. Bringt das Vermächtnis der Alten an euch und lüftet den letzten Schleier. Bringt den Schlüssel in euren Besitz, dorthin und löst die Rätsel. Das Rätsel im letzten Schleier lösen. Geheimnis der Schöpfung. Kehrt anschließend hierher ins Herz des Mysteriums zurück und stellt euch der letzten Herausforderung. Gelingt euch das, habt ihr bewiesen, dass ihr die würdigste aller Sterblichen seid. Die Geheimnisse des Universums werden euch offenbart und ihr werdet die Bedeutung von allem kennen, was existiert. Ihr werdet Vergangenheit und Gegenwart sehen und selbst die Zukunft wird sich eurem bohrenden Blick nicht verschließen können. Ihr werdet das Universum sein. Also, wenn man mal nur einen klitzekleinen Augenblick darüber nachdenkt, dann fällt einem auf, also jetzt mal aus der Spielerperspektive, Golarion, also wir wissen, dass Golarion nicht der einzige bewohnte Planet des Universums ist, in dem sich Golarion befindet, weil ja auf Golarion ein UFO abgestürzt ist und das muss ja irgendwo hergekommen sein. Also es gibt ja mindestens 2 Planeten, wahrscheinlich X. Und dass nun ausgerechnet auf Golarion von allen Planeten mit Geschichte, mit mächtigen Wesen und so weiter, dasjenige, also derjenige Planet sein soll, auf dem die Geheimnisse des Universums, und zwar alle, ja, konzentriert gefunden werden können, das ist doch schon irgendwie eine Anmaßung. Zumal Golarion ja der Planet ist, der als Gefängnis für Rovaguk dient. Und das nun, wenn man mehrere Planeten zur Auswahl hätte, um irgendwo alle Geheimnisse des Universums zu platzieren. Nun, der Gefängnisplanet Golarion nun wirklich der denkbar schlechteste wäre. Denn kaum kommt Rovaguk wieder zum Vorschein, dann bumm, alles weg. Ne? Also. Eingedenk dessen, was ich gerade gesagt habe, fragt Nokori, die Geheimnisse der Schöpfung, die Mysterien des Universums, wovon redet ihr? Die durchscheinende Gestalt schweigt. Könnt ihr mich hören? Ihr müsst 5 Rätsel lösen. 4 davon findet ihr weit von hier entfernt. Löst sie, kehrt anschließend ins Herz des Mysteriums zurück und stellt euch der letzten Herausforderung. Wer seid ihr? Letzte Herausforderung, nur der würdigste erstes von 5 Rätseln. Ihr werdet das Universum sein. Die durchscheinende Gestalt löst sich in Luft auf. Jetzt haben wir hier auch so eine Rätselstelle und ich frage mich, ob unsere Passescheine denn hier passen. Aber nein, solche Steine haben wir glaube ich nicht. Nee, haben wir nicht.
Dennoch haben wir etwas hier in dieser Vase. 7 Goldstücke. Eine Sitzbank. Ich nehme ja an, dass all diese mosaikartigen Rätsel andere Lösungen haben. Dass die Lösung, die wir schon mal hatten, dass die jetzt hier nicht weiterhilft. Außer vielleicht, dass es diese Strategie nicht ist. Hier ist ein Zettel. Elfische Notizen, die, ach keine Ahnung, 8.9. Im Herz des Mysteriums, da hinten bei Voljev auf einer Sitzbank. Wir können hier durchgehen zum Kern des Rätsels. Ah! Wir können jetzt hier rüber abkürzen, das ist ja auch interessant. Wenn ich jetzt noch wüsste, wo das jeweils liegt. Oh, 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 oh. Also, wir können hier nichts reintun, weil das passt nicht. Die Formen hier, die haben wir gar nicht. Und was hier draußen sein soll, das ist... Da können wir ja gar nichts tun. Wir können nur da drinnen was machen. Ja. Gut, jetzt machen wir einen kleinen Trick, weil die Helden wissen es und ich weiß es nicht. Ich speichere hier mal und dann lade ich den Beginn der Episode, da sind wir ja auf der Überlandkarte, und gucken uns mal an, wo Vermächtnis der Alten und wo Kern des Rätsels genau liegen, um uns zu überlegen, wo wir denn sinnvollerweise jetzt durchlaufen, um ein bisschen Weg abzukürzen. So, damit begann alles vor wenigen Minuten für euch. Und... Wir müssen natürlich hier gucken, oder? Da sind wir jetzt quasi. Das Vermächtnis der Alten ist hier hinten. Wenn wir da jetzt wären, hätten wir eigentlich nichts gewonnen. Und der Kern des Rätsels ist nahe Verräterheim. Das ist etwas zentraler, aber auch dort haben wir eigentlich nichts verloren im Augenblick. Wo würden die Helden eigentlich weitermachen wollen? Das ist eine nächste sehr gute Frage, wie ich finde, auf die ich erstmal keine Antwort habe. Denn das ist, wie gesagt, ja schon längst abgeschlossen. Vor einigen vielen Episoden schon. Primitiver Altar. Das ist irgendwie uraltes Zeug. Hier unten haben wir jetzt auch nichts aufgedeckt. Also da geht's weiter. Da muss aber erstmal die Armee weg. Es könnte sein, dass hier dahinter noch irgendwas ist. Alternativ müsste das da weg. Dann können wir hier weitermachen. Hier kommen wir gar nicht hin. Oder? Doch, müssten wir eigentlich, irgendwie müssten wir hier hinkommen. Aber gut, Setsuna Shoi wird ja versuchen, hier dieser Armee Herr zu werden. Apropos Armee. Wir müssten auch rekrutieren, aber das machen wir dann gleich. Also, ich habe nicht wirklich den Eindruck, dass es uns nutzt, irgendwo durch einer dieser Portale zu laufen. Das Einzige, was ich mir vorstellen könnte, ist, dass wir versuchen würden, zum Vermächtnis der Alten zu laufen, weil da gibt es noch eine Chance, dass die Teile passen würden, aber meiner Ansicht nach passen sie auch dort nicht. Dann wären wir hier, würden feststellen, dass es nichts nutzt. Und würden dann ewig brauchen. Na gut, wir könnten dann nach Verräterheim teleportieren. Was aber auch nicht günstig liegt. Es liegt da. Das ist ja noch viel ungünstiger, wenn wir von da wieder hier runter wollen müssen. Nee. Das machen wir anders. Wir gehen erstmal mit den Helden hier weiter, diese Strecke. Vielleicht entdecken wir hier noch irgendwas. Das erscheint mir im Moment sinnvoller. Also ich lade wieder. Und da habe ich die Helden auch gleich auf der Reisekarte. Frage. Wollen wir nicht lieber noch die Armee von Setsuna Shoi ein bisschen verstärken? Das wollen wir doch ganz gewiss. Und zwar folgendermaßen. Ihr müsst erstmal weg.
So. Dann rekrutieren wir euch. Genau. Das ist dann Verstärkung. Die Verstärkungsarmee, die müsste sich direkt mal da unten hinmachen. Das hier, boah, das sind 2 Tage. Naja, das ist aber eine 10er-Armee. Lauft schon mal los. So. Dann habe ich zu meiner Überraschung gesehen, dass wir hier tatsächlich Mischvolk-Scharfschützen haben, die wir als Söldner anheuern können. Wir haben im Augenblick 2864 pro Tag. Also wir können ordentlich zufassen, was die Rekrutierung angeht. Ich würde euch komplett rekrutieren. Was seid ihr dann weg? Schade. Ich darf einmal neu suchen. Was kommt dabei raus? Gefühlt das gleiche in einer anderen Reihenfolge. Aha. So, dann habe ich jetzt diese Armee. Ne, die da will ich eigentlich haben. Wir haben ja bei Vigard diese Einheit hier. Und damit Vigards Armee überhaupt mal ein bisschen was kann, sollten wir diese ihm unterstellen. So. Ja, das heißt aber auch, Setsuna Scholl kommt erstmal nicht voran. Vielleicht müssen wir hier auch echt ein paar Tage ausharren. Für 20.000 kann ich nochmal... Boah, nee, das mache ich nicht. Setsuna Scholls Armee kann noch eine weitere Einheit aufnehmen. Das wurde in den Kommentaren richtigerweise erwähnt. Die Frage ist nur, welche es sein soll. Das könnten ja eigentlich nur hier die Mischvolksscharfschützen sein, beziehungsweise hier die Speerführer. Weil es irgendwie so 20 Paladine, das nützt ja alles nichts. Ja, könnte man machen, dann wird die Armee vielleicht eine 9er Armee, aber dann ist das ja dann irgendwie eine 4er Armee. Und dann kommt uns irgendwer und dann, ne? Ja, das ist mir nicht so sinnvoll. Auf der anderen Seite müssen wir hier unten heftige Kämpfe ausfechten. Und wenn irgendwas uns entgegenrollt als neue Armee im Angriff, können wir immer noch irgendwie was rekrutieren. Können wir was rekrutieren? Ja, genau die haben wir ja da nicht. Wir haben hier so ein paar Magier. Wir haben 9 Magier. Die könnten wir aufrüsten. Ne, ist ein Kopfgeldjäger. Vergiss es. Ist was ganz anderes. Aber 22 Kopfgeldjäger sind auch nicht so schlecht. Was seid ihr? Schurken. Die Kopfgeldjäger machen ja auch... Ja, wir machen das so folgendermaßen. Wir rekrutieren die auch noch, weil gerade das Geld sonst nur ungenutzt rumliegt. Dann geht ihr Kopfgeldjäger, das ist dann die Armee, geht zu Vigard. Nein, der ist ganz woanders. Der ist nämlich dort. Dann tauschen wir hier aus. Ja, toll. Wir tauschen aus, sage ich. So. Dann werden hier halt die Kopfgeldjäger reingetan. Das passt auch mehr zu ihm, auch wenn er fast schon aussieht wie ein Mischvölker. Aber ich glaube, das ist eine andere Rasse. Die Mischvölker sind ja eine Art, ja, eine Mischrasse quasi. So, jetzt habe ich euch hier. Und ihr zieht mal, das ist hier Verstärkung 2. Und ihr lauft jetzt ebenfalls zu Setsuna Scheu. Es geht dann nur einen weiten Weg hier runter irgendwie.
reist mal los. Das dauert leider. Ja, ihr steht aufeinander, das ist klar. Aber ihr könnt auch nicht zusammen marschieren, zumindest nicht in einem Einheitenverbund, weil ich ja ohne General nur 1, 2 oder 3 Einheiten in eine Armee stecken kann. So. Und die sind beide da. Vigards Armee ist wieder eine 5er Armee und wir werden sie halt aufrüsten mit den Sachen, die hier zur Verfügung stehen. Wir haben jetzt so gutes Einkommen, wann immer wir Paladine, Speerführer oder irgendwas uns holen können, werden wir es in Zukunft tun. Einfach, weil wir es können. Und das ist ja das Ergebnis eines Erlasses, den ich immer wieder durchführen kann. Das werde ich auch immer wieder tun. Apropos Erlasse. Es ist ja nichts fertig geworden, richtig? Gucken wir mal rein. Was passiert hier gerade? Wir haben echt nichts zu tun. Kein Rangaufstieg, Entwicklung. Da fehlen uns noch die Materialien. Das Festmahl, das braucht man nicht. Ehre den Helden, steigert die Moral. Das brauche ich aber nicht, weil die ist auf Maximum. Ja, die Reliquien haben wir noch ganz viele. Das wird das nächste sein, was wir hier machen müssen. Und ansonsten nichts. Okay, gut. Ja, jetzt wird Nokori weiter erkunden und der Tag wird... wir werden darauf warten, dass die Armee von Satsuna Shoi hier aufgewertet wird, um es mit der da aufzunehmen. Das hat den angenehmen Nebeneffekt, dass wir auch die Energiepunkte des Generals regenerieren. Der hat ja nur noch weniger als die Hälfte. Heißt also, Heldis, ihr macht hier weiter. In der Hoffnung, dass es hier nirgendwo mehr hingeht. Es geht hier gar nicht weiter. Ach so. Jetzt kündige ich das hier so großschneuzig an. Und dann ist ja gar nichts. Ei, Planänderung. Okay. Planänderung. Naja, es steht zu erwarten, dass wir hier noch was finden könnten. Vielleicht auch nicht, aber vielleicht ja doch. Wobei, wir sind hier schon gewesen mit den Helden, haben nichts gesehen. Ach, wisst ihr, was soll ich denn machen? Ich habe nichts zu tun hier. Ja, hier überzusetzen, das bringt ja auch nichts, da kommen wir nicht durch. Ach, wir kommen doch an der Armee schon vorbei. Wir können doch rausfinden, ob da unten was ist. Na klar, logisch. Dann machen wir doch das. Einfach, um sicher zu gehen, dass da wirklich nichts ist. In der Zwischenzeit können wir dann auch einmal rasten und Ember wieder auf den Damm führen. Wir gehen jetzt hier runter. Irgend so ein Kampf wäre es gar nicht schlecht. So gegen Ascheriesen und so. Er kommt bestimmt gleich. Naja, wollen das Glück mal nicht strapazieren. Wir rasten hier. Ah ja, hier ist jetzt die eine Augmentierung fertig geworden. Ach so, ein Ereignis. Ah ja, hier, richtig. Das unheilige Symbol von Rovaguk wurde von der Energie der Zerstörung und des Verfalls erfüllt. Seine Splitter können eingeschmolzen und zu einer Axt geschmiedet werden. Die Handwerker fragen sich, welche Form und Größe der Waffe der Kommandantin wohl am gelegensten käme. Ein Beil? Also eine zweihändige Axt ist von niemandem zu führen. Eine Streitaxt? Puh. Einhändig? Ein Beil? 9375. Plus 2. +16 bis +21 Schaden. Ich nehme die Streitaxt von Rovaguk. Ich weiß sowieso nicht, wer die benutzen soll. So. Das Schicksal des schmutzigen Quietschers können wir machen. Boah, das ist egal, welches wir als nächstes nehmen. Dann läuft das eben los. Leider setzen wir damit unsere Materialpunkte gut zurück. Können also jetzt erstmal nicht die nächste Bastion vorbereiten. Aber egal. Wir rasten jetzt bei euch. Und zwar damit. Das ist mir alles recht. Die Verderbnis ist auch echt doof, ha? Wenn wir das Verderbnis Level 1 erreichen,
Zauberfehlschlagchance in Höhe von 15%. Ein Malus von 2 auf Weisheit und Intelligenz. Ist es sinnvoll, das zu tun? Ich stehe kurz davor, hier mir die erste Stufe einzuhandeln in diesem Gebiet. Das ist eigentlich total uncool. Ne, ich mach das nicht. Wir teleportieren nach Dretzen. Und gehen in die Zitadelle. Es dürfte ja nicht sein. Wir haben ja keine Ankündigung bekommen, dass irgendwer auf uns wartet. Na, aber Soziel hat Gesprächsbedarf. Kommandantin, bitte verzeiht diesen unerwarteten Besuch. Anevia hat einen Boten geschickt, dass ich augenblicklich kommen soll. Da ist sie. Oh. Wer bist denn du? Seid gegrüßt, Kommandantin. Verehrter Kleriker, ein muskulöser, schwarzhäutiger Mann in der Rüstung eines Höllenritters tritt neben Anevia. Trotz des Größenunterschieds ist er in Gegenwart der zierlichen Frau offenbar sehr nervös. Sein Blick ist unstet und er kaut auf seiner Lippe. Gestattet mir, dass ich mich vorstelle. Höllenritter, Botschafter des Ordens des Nagels, Trevor Vanik. Das ist sein Bruder! Der Ritter salutiert. Seid gegrüßt im Namen des Ordens. Verzeiht, aber ich kann nicht bleiben, die Pflicht ruft. Ich habe einen eiligen Auftrag zu erledigen, vom Hauptquartier, sehr wichtig. Soziel schweigt, seine Lippen sind zusammengepresst und er bewegt sich nicht. Offenbar nicht einmal, um zu atmen. Der Kleriker starrt den Besucher an. Ihr heißt also Trevor Vanik? Ganz genau. Ich diene der Sache des Kreuzzugs. Und dann Evia. Es muss wahr sein. Wir müssen unseren Gast beim Wort nehmen. Er hat keinerlei Dokumente oder Insignien, die seine Identität bestätigen könnten. Und Trevor, was? Worauf wollt ihr hinaus? Und Anevia, nichts, rein gar nichts. Anevia wirft Soziel einen Blick zu. Der Priester verzieht das Gesicht und ballt die Fäuste. Wir heißen euch gerne in Dretzen willkommen, Trevor Vanik. Also, wenn er nicht Trevor Vanik ist, würde das Soziel ja wohl erkennen. Die Frage ist nur, ob er Höllenritter ist oder nicht. Das wissen wir nicht. Und Soziel, genug. Soziel stürzt auf den Gast zu. Das Gesicht ist wutverzerrt. Du vermutest, dass der Kleriker dem Gast gleich einen Faustschlag versetzt, aber er hebt seine geballten Fäuste nicht. Wer seid ihr? Wie könnt ihr es wagen, euch so zu nennen? Schuft. Okay, er erkennt seinen Bruder nicht wieder. Und Trevor Vanik. Wer ich? Ich bin kein Schuft. Die Leute reden immer schlecht über uns. Es gibt eine Redewendung. Durch eine Lüge gewonnene Gunst hält nur an, bis die Wahrheit ans Licht kommt. Trevor Vanik ist ein stolzer Ritter. Ich dulde keinen Rufmord. Soziel, ist das Trevor? Natürlich nicht, aber woher kennt er diesen Namen? Und warum trägt er die schwarze Rüstung? Und wo? Warum sind diese Worte? Die Stimme des Klerikers wird zu einem Flüstern. Du hörst das Ende seines Satzes nicht. Ihr seid also ein Hochstapler. Ich? Nein! Das ist nicht wahr, ich schwöre es. Anevia, wer ist das? Eine hervorragende Frage, ich habe keine Ahnung. Meine Leute haben beobachtet, wie er mit seinem angeblichen Orden einen Kaufmann bedroht hat, um ein kostenloses Pferd zu bekommen. Dann hat er einen mir vertrauten Namen genannt. Also beschloss ich, die beiden Brüder wieder zusammenzuführen. Und Soziel, ihr wusstet von Anfang an, dass er nicht Trevor ist. Ihr habt Trevor gesehen, als er in Kenabres gedient hat. Guter Punkt. Und Anevia, natürlich. Aber ich hatte gehofft, dass er die Scharade aufgibt, wenn er euch gegenübersteht. Mhm. Nachvollziehbar. Werf ihn ins Gefängnis. So einen Saboteur und... Wie nennt man das? Ja, Hochstapler. Wollen wir hier nicht haben. Anevia führt den Hochstapler weg. Er folgt ihr. Ungefesselt. Das ist eine gute Idee. Soziel sieht zu, wie sie gehen. Seine Fäuste öffnen sich wieder und er sinkt in sich zusammen. Was zum...
Woher kommt er? Und habt ihr gehört, was er über Wahrheit und Lügen gesagt hat? Der Priester runzelt die Stirn. Durch eine Lüge gewonnene Gunst hält nur an, bis die Wahrheit ans Licht kommt. Das ist ein Sprichwort aus Andoran. Trevor hat es oft benutzt. Natürlich beweist eine Redewendung nichts, aber ich habe das Gefühl, dass dieser Hochstapler meinen Bruder kennt. O Shelin, was geht hier vor? Kommandantin, bitte, wir müssen ihn verhören. Hauptmann Harmatan. Kommandantin, er bitte Erlaubnis, Bericht erstatten zu dürfen. Hauptmann Harmatan salutiert vor dir. Wir haben nicht genug Soldaten. Der Zustrom nach der Eroberung von Dretzen ist längst versiegt. Wir stehen nun vor der harten Realität eines in die Länge gezogenen Kriegs. Was für einen Expeditionstrupp noch ausreichend war, genügt für eine ordentliche Armee, die die Gebiete rund um Dretzen halten und gleichzeitig noch vorrücken muss, längst nicht mehr. Aha, wir haben sehr wohl hier Verwaltungsakte zu tätigen. Puh, also. Nachdem wir uns um die Misstrauischen gekümmert und unseren Offizierkorps wieder aufgestockt haben, brauchen wir mehr Truppen. Ich schlage vor, dass wir einen Brief nach Mendev schreiben und Ihre Majestät um eine neue Wehrpflicht bitten. Es wird eine Weile dauern. Eine ganze Weile, ehrlicherweise. Aber es ist die zuverlässigste Option, die uns zur Verfügung steht. Und Sela, Mendev ist bereit, alles für diesen Krieg zu geben, was es entbehren kann. Ich sage, wir bitten unsere Priester, in anderen Ländern aktiver zu predigen. Sie sollen mehr Leute zum Freiwilligendienst inspirieren. Und Regil, eine reguläre Wehrpflicht reicht vielleicht nicht aus. Wir haben ohnehin schon eine dauerhaft in Kraft. Wir sollten vorschlagen, dass die Krone alle einzieht, die bei dem Angriff auf Genapris und andere Städte alles verloren haben. Statt magerer, vom Staat ausgegebener Mahlzeiten für Waisen und obdachlose Flüchtlinge bekommen sie Armeerationen, ein paar Stiefel und einen Speer. Das ist für sie nicht die beste Lösung und für uns werden sie nicht die besten Soldaten sein. Dennoch, wir haben jede Menge Material, das wir durchforsten können, um aus den Brauchbaren ordentliche Kämpfer zu machen. Und Deran. Ja, mit Begeisterung alleine kommt man nicht weit. Glücklicherweise haben wir ausreichend Geld, um das Ganze gut zu verpacken. Jeder, der bereit ist, für hehre Ideale zu kämpfen, ist bereits hier. Es ist Zeit, all die zu rufen, die für Gold kämpfen würden. Okay. Und was ist mit den Störenfrieden aus dem Argwohn? Kritisieren sie uns noch? Und Harmatan, negativ. Seit ihr diese Maßnahmen ergriffen habt, haben wir kein Wort mehr von ihnen gehört. Nach den Änderungen, die ihr in den Reihen der Offiziere vorgenommen habt, zeigt der Befehlsstab sich makellos loyal. Besprechen wir unsere Optionen im Detail. Sela, wie lautet euer Plan? Ich habe die halbe Welt durchquert, um mich dem Kreuzzug anzuschließen, und es gibt gewiss noch zahlreiche Seelen in ganz Golarion, die dazu ebenfalls bereit wären. Wir müssen sie nur erreichen. Schicken wir Priester in andere Staaten, um dort zu predigen. Aber nicht irgendwelche Priester, sondern die, die an der Front waren. Wir werden allen von den Schrecken berichten, die sie hier gesehen haben, und davon, wie wichtig es ist, sich gegen den Abyss zu wehren. Die Leute werden sich freiwillig melden, sobald sie erkennen, dass dies kein Krieg um Mendev oder Sarkoris ist, sondern ein Krieg um ganz Golarion. Und Deran, glaubt ihr wirklich, dass Leute, die erfahren, was in der Weltenwunde vor sich geht, angerannt kommen, um sich freiwillig zu melden? Ihr habt eine viel zu hohe Meinung von ihnen. Wenn sie diese Predigten hören, werden die Leute in die andere Richtung laufen, so weit und so schnell, wie sie nur können. Regel, was schlagt ihr vor? Im Moment wimmelt es in Kenapris und in anderen Städten, die angegriffen wurden, von Waisen, Obdachlosen und Flüchtlingen. Überlebenden, die ihren gesamten Besitz verloren haben. Sie leben auf Kosten der Krone in Zelten, ernähren sich von Almosen. Holt sie an die Front. Sie sind nicht die optimale Personalquelle, da sie sich wohl nie freiwillig gemeldet hätten. Doch sie haben nichts mehr zu verlieren. Und wir erhalten nicht nur einen Zustrom an neuen Rekruten, sondern bewahren Mendev auch davor, Geld für Bürger auszugeben, die dem Land keinen Vorteil bringen. Und Sela, ihr würdet das Leid dieser Leute ausnutzen, um unsere Reihen zu füllen. Die armen Seelen, von denen ihr da sprecht, haben eine schreckliche Tragödie durchlebt. Sie sollten sich erholen und ihren Glauben an das Leben zurückgewinnen, nicht in den Schlund eines Dämonen geworfen werden. Deran, eure Meinung bitte? Mein Rat ist simpel. Seid nicht geizig. Wir bitten die Leute im Grunde, in den Schlund eines Dämonen zu springen. Gewiss, es gibt Narren, die das tatsächlich nur um hehrer Ideale willen tun würden. Und es gibt auch solche, die sich gewaltsam zwingen ließen. Aber die Sterblichen haben bisher noch keinen besseren Anreiz als glänzende Münzen erfunden.
Wenn wir die Freiwilligen nur gut genug bezahlen, werden sie sich in Scharen melden. Und der Hauptmann. Wir können uns nicht auf die Loyalität von Söldnern verlassen. Sie sind zwar ganz versessen darauf herzukommen und sich die Taschen zu füllen, aber auch darauf, uns im Stich zu lassen, sobald echte Gefahr droht. Ich habe es schon unzählige Male erlebt. Wir brauchen echte Soldaten, die sich ein Leben außerhalb der Armee vorstellen können, die ohne nachzudenken gehorchen und die, falls nötig, ohne Reue sterben. Und Hauptmann Harmatan, was würdet ihr raten? Wir haben von der Königin, möge ihre Herrschaft ewig währen, klare Anweisungen für eine solche Lage. Wir müssen einen Brief nach Nerosian schicken und ihre Majestät bitten, eine neue Wehrpflicht zu verkünden, damit wir Verstärkung erhalten. Natürlich wird dieser Plan Zeit kosten, doch er wird ohne Frage Ergebnisse liefern. Und Regil, es lässt sich unmöglich sagen, wie viele Rekruten die Königin durch eine reguläre Wehrpflicht zusammenkratzen kann. Mendev hat uns bereits seine besten und eifrigsten Seelen geschenkt. Nun muss der Rest seinen Teil tun. Mir ist alles klar? Okay. Was ist die Auswirkung? Selas Auswirkung schaltet der Lastprediger frei. Ein wiederholbarer Erlass alle 20 Tage. Rekrutierungsanstieg für trainierbare Einheiten steigt für 20 Tage um 7%. Aha. So. Mhm. Regel. Flüchtlingsrekrutierung, die gleichen Parameter des Erlasses. Rekrutierungsanstieg für trainierbare Einheiten steigt für 14 Tage um 20%. Kreuzzugmoral sinkt um 20%. Aha. Deran? Die Zahl der verfügbaren Söldnereinheiten erhöht sich 14 Tage lang um 1. Kostet aber auch 5000. Und Harmatan, königliche Einberufung, Rekrutierungsanstieg für trainierbare Einheiten steigt für 14 Tage um 10%. Ah, mir gefällt es mit den Söldnern am besten. Wir haben ja beim Rekrutieren unten 3 Söldnereinheiten, ich nehme an, wir haben dann eine vierte, das heißt, die Wahrscheinlichkeit, dass wir da was Passendes haben, wächst. Kostet zwar 5000, aber es sind 2 Tage Geldeinkommen. Das ist im Augenblick nicht so das Problem. Ja, wir folgen Deran. Deran überzeugt die Freiwilligen mit Geld. Wenn ich doch alle eure Aufträge so einfach erfüllen könnte. Nur durch die Unterzeichnung von ein paar Papieren. Ihr habt die richtige Wahl getroffen. Wer darüber spricht, wie Loyalität nicht gekauft werden kann, verfügt einfach nie über eine wirklich große Summe. Und der Hauptmann. Danke, Kommandantin. Ich werde euch bald Bericht zu den implementierten Maßnahmen und ihrem Erfolg erstatten. Sollten wir auf weitere Schwierigkeiten stoßen, werde ich den Rat wieder einberufen. Sehr gut. Das war's aber auch schon. Ja, jetzt würde ich erstmal gerne sie rasten lassen und dann haben wir ja die Geschichte mit dem Verhör. Der Typ dürfte im Gefängnis sein. Dann haben wir ja doch was zu tun, was ich überhaupt nicht kommen sah. Also dann. Gutes Nächtle. Käsekross Tata ist das, was ich haben will. Ruhepause beginnen. You became a paladin because some lady didn't wear a helmet one time. I suppose fine, so you stole her helm, but come on, they're paladins, they're rich. Don't tell me there wasn't a spare helmet lying around someplace. And what about armors and all that? I'm this close to forgetting that paladin code I swore to uphold, Hornhead. Take the hint, will you? Hornhead. Ach, herrlich. So. Nochmal auf Deutsch. Woljew sagt, ihr seid eine Paladinin geworden, weil irgendeine Lady ihren Helm nicht aufhatte. Ich schätze, schön, ihr habt also ihren Helm gestohlen. Aber mal ehrlich, wir reden hier von Paladinen. Die sind reich. Erzählt mir nicht, dass nirgends ein Ersatzhelm herumlag. Und was ist mit Rüstungsmachern oder so? Na, ganz unrecht hat er nicht. Und Sela, gleich vergesse ich den Paladin-Kodex, den ich zu Ehren geschworen habe. Horngesicht. Haben wir uns verstanden? Horngesicht. Oh, Woljew. Ach,
So, wir haben jetzt den 8. Kutona. Nun gut, ich schaffe Nokori mal zum Händler und dann werden wir das Gefängnis aufsuchen. Und wir fangen mal an bei Arsinoe, der Heilerin. Und ich kaufe mir ein bisschen Diamantstaub und eine Schriftrolle der vollständigen Genesung für Ember, denn diese Schriftrolle kostet nur 2000 und sie erledigt sämtliche negativen Stufen in einem Rutsch. Hätte ich eigentlich machen sollen, bevor wir schlafen, ne? Naja, kann man auch nicht ändern. So, abgemacht. Ach, wir haben ja zwei. Galfried auch noch, richtig. Ah, kaufen wir zwei, komm. Vollständige Genesung, da. Und dann geht's weiter zum Schmied. Aber erstmal können wir das ja auch anwenden. Wir haben das Problem des Galfried. Nee, wer war denn das? Das ist ja gar nichts mehr. Habe ich eine zu viel gekauft jetzt? Also Ember hat auf jeden Fall dieses Zeug, diese negativen Stufen. Jetzt kann sie ja, wenn ich das richtig sehe, das hier reinziehen. Beziehungsweise ja benutzen auf sich selbst. Genau, das ist alles weg. Und wer hat denn doch noch diese Probleme? Hat doch noch keiner ansonsten. Ich dachte, Galfried, habe ich denn schon geheilt? Ja, offensichtlich. Na gut, dann haben wir eine in petto, ist auch nicht schlecht. Jetzt zum Schmied. Wir verkaufen erstmal alles Normale. Ja, das sind knappe 10.000. Vor allen Dingen die Blitzkompositbögen dieser Sukubi-Jägerinnen, die gehen natürlich hier ordentlich ins Geld. Und dann kann Bruderwald, ich würde sagen, ein bisschen Kram abnehmen. Massenverkauf. Oh, lohnt sich. Haben wir wohl lange nicht gemacht. Na gut, 806. Aber immerhin, es hat ein bisschen weniger. So, damit möchte ich jetzt eigentlich ins Gefängnis, um ein Verhör durchzuführen. Das Gefängnis ist ja das hier. Ich nehme an, dass Sosi halt gleich mit da ist jetzt, oder? Oder auch nicht. Ah ja, da ist er. So, wo bist denn du? Hier. Also, deine Höllenritterrüstung haben sie dir ausgezogen, du Hochstapler. Jetzt reden wir mal mit dir. So hast du Sosia noch nie erlebt. Der für gewöhnlich so ruhige und freundliche Kleriker der Göttin der Schönheit ist außer sich vor Zorn. Er packt den Hochstapler mit beiden Händen am Kragen und schüttelt ihn. Wer seid ihr? Was wisst ihr über meinen Bruder? Redet! Redet schon, Abschaum! Und der Hochstapler. Ein Bruder, ja? Der Hochstapler verzieht das Gesicht. Ja, ihr seht ihm tatsächlich ähnlich. Na los, heiliger Mann, gebt mir ein Dutzend Peitschenhiebe. Das Blut weicht aus Sosiels Gesicht. Seine Finger lösen sich und er weicht von den Gitterstäben zurück. Wer seid ihr wirklich? Ich heiße Graham. Nur Abadar kennt meinen Nachnamen. Er hat ihn irgendwo notiert, aber uns Niederen steht es nicht zu, unsere Herkunft zu kennen. Die Lippen des Mannes kräuseln sich vor Abscheu. In welcher Verbindung steht ihr zu den Höllenrittern? In welcher Verbindung? Ich diene ihnen. Naja, früher. Ich war Soldat im Extirpationskapitel des Ordens des Nagels. Verdammt sollen sie sein, aber ich bin desertiert, oh, wenn Regel das erfährt. Ich war nicht dazu geschaffen, so zu dienen. Ich war kein Ritter, nicht einmal ein Knappe, nur ein einfacher Fußsoldat. Ich hatte die ständigen Peitschenhiebe satt, also kam mir eine Idee. Ich versteckte nachts meine Rüstung und als sich die Gelegenheit bot, bin ich abgehauen. Erzählt mir von den Extirpatoren. Wir wollen ihn erstmal ein bisschen ans Quatschen bringen und dann stellen wir ihm die wirklich wichtigen Fragen. Was gibt es da zu bereden? Sie sind Abschaum, genau wie der Rest der schwarzen Folterknechte. Was hat sich unser Hauptmann nur gedacht, als er sich von ihnen anheuern ließ? Vielleicht hat er gehofft, dass sie ihn zum Ritter schlagen, oder vielleicht wollte er einfach nur Geld. Sie haben tiefe Taschen.
Der Orden des Nagels. Kapitel der Extirpatoren. Sie jagen in erster Linie Monster. Ihr wisst schon, Drachen und andere Bestien. Sie studieren sie, stopfen sie aus. Sie haben mir nicht gesagt, was sie in der Weltenwunde wollten. Vielleicht haben sie beschlossen, mutierte Ungeheuer zu jagen, denen durch die dämonische Plage Tentakel und Hörner gewachsen sind. Sie zahlen gut, aber sie lassen einen für jede Münze schuften. Tut man etwas, das ihnen nicht gefällt, schlagen sie einen mit einem Stock oder einer Peitsche. Sie haben keinerlei Mitleid mit niemandem. Mit ihren eigenen Leuten nicht und mit uns schon gar nicht. In dem einen Jahr, das ich ihnen diente, ist die Einheit um die Hälfte geschrumpft. Also bin ich geflohen. Ich wollte einfach leben. Woher kennt ihr den Namen Trevor Vanek? Ich war ein Jahr lang sein Diener. Ich habe seine schwarze Rüstung poliert, seine Gurte gestrafft. Im Grunde war ich ein Arbeitssklave. Er ist böse, dieser Trevor. Ein Teufel von einem Mann. Er ließ mich unzählige Male bestrafen. Die Peitsche treibt die Feder aus, hat er immer gesagt. Die Peitsche treibt die Feder aus. Und so, Ziel, ihr lügt. Ihr lügt, Abschaum, ich werde es euch zeigen. Und Graham. Ja, ihr seid ganz gewiss sein Bruder. Er hat genau wie ihr die Zähne gefletscht. Abschaum, hat er gesagt. Wenn eure Ohren nicht hören, vielleicht versteht euer Rücken die Botschaft. Und so, Ziel, das ist nicht wahr. Soziel beißt sich auf die Lippe und tritt einen Schritt zurück. Das kann nicht sein. Wo ist Trevor jetzt? Bei den anderen Rittern der Pike. Ich hoffe, sie haben ihn ordentlich ausgepeitscht, weil er seine Rüstung verloren hat. Was, Kleriker, habt ihr euren Bruder länger nicht gesehen? Gebt mir eine Karte, dann zeige ich euch, wo ihr Lager war, als ich geflohen bin. Sie können doch nicht weit sein. Extirpatorenlager wurde enthüllt. Eieiei. Das Lager der Extirpatoren aufsuchen. Wohin wolltet ihr, als Anevia euch erwischt hat? Das würdet ihr wohl gerne wissen, was? Ich dachte mir, ich gehe nach Mendev, verkaufe die Rüstung und ziehe mit dem Geld weiter. Egal wohin. Vielleicht in die Flusskönigreiche oder nach Varisia. Völlig egal. Nur weit, weit weg von Dämonen und Kreuzfahrern. Gehen wir, Soziel. Er geht nirgends hin. Nur zu. Gute Reise wünsche ich. Er ist irgendwie patzig, das gefällt mir nicht. Ja. Wir können jetzt hier nicht mit ihm sprechen. Gut. Ja. Dann haben wir ein neues Ziel. Wir gucken mal, wo das eigentlich liegt. Und wir müssen auch noch die Armee ziehen. Also die Verstärkungsarmee, denn die Hauptarmee, die soll ja noch ein bisschen warten. Heißt also, wir werden diese schöne, kalte, steinerne Stadt verlassen. Und wir bleiben in dieser Gruppenzusammensetzung. Okay. Nun, erstmal die Truppen. Du bist Level 8, das ist Level 10, das machen wir noch nicht. Aber die Verstärkung, die soll mal weiterziehen. Und zwar genau ja, da so hin, das passt schon. Da kommen wir sogar fast dran, interessant. Naja. Das waren 38 BP. Sie haben 40 BP gehabt. Da hören sie schon auf zu laufen. Das ist komisch. Verstärkung 2 kommt da genauso weit, nehme ich an. Wir haben einen neuen Erlass schon wieder oder irgendwas, Menschenskinder. Gut, was ist los? Verrat, oha. Ein sorgenvoller Berater berichtet von einem in der Zitadelle begangenen Verbrechen. Vor einigen Tagen ist ein Offizier der Nachtwache namens Jekim Klor nicht zum Dienst erschienen. Die sofort eingeleitete Suche blieb erfolglos. Mittlerweile geht man davon aus, dass Klor desertiert ist und Dretzen heimlich verlassen hat. Die Umstände seines Verschwindens müssen untersucht werden. Das werden wir auf alle Fälle tun.
Jekim Klors unter Trümmern begrabene Leiche wurde an der Stadtmauer von Dresden gefunden. Die Natur seiner Wunden belegt zweifelsfrei, dass er nicht von einem Dämonen erschlagen, sondern von einem Mann oder jemandem von ähnlicher Statur erstochen wurde. Die Untersuchung der Leiche und des Tatorts hat ergeben, dass Chlor aus freien Stücken zum Ort des Verbrechens gekommen war. Dort wurde ihm eine Stichwunde zugefügt, die ihm das Bewusstsein raubte, ehe man ihm den Todesstoß versetzte. Anschließend hat der Täter die Leiche vergleichsweise halbherzig versteckt. Der Befrager kam zu dem Schluss, dass der Mörder nicht in Eile war und offenbar wollte, dass die Leiche gefunden wird. Okay. Gruselig. Jetzt haben wir einen Massenmörder in Dresden. Oh je. Also einen Serienkiller, sagen wir lieber so. Ja, jetzt ist die Frage, wo wir eigentlich hinwandern können. Wir haben jetzt hier irgendwo ein Ziel, ein Lager der Extirpatoren. Wo ist denn das gewesen? Irgendwo hier unten? Oh ja, genau da. Na, da müssen wir ja sowieso hin. Das Problem ist, dass wir eben, wenn wir hier unten in der Region rasten, ein weiteres Mal Rast sorgt dafür, dass wir da die erste Stufe der abyssischen Verderbnis kriegen. Und die geht dann auch nicht wieder weg. Es ist nicht schön. Wir werden da hingehen, da reingehen, ohne irgendwie großartig vorher gerastet zu haben. Die Leute, die Helden werden es schon wieder brauchen dann. Ach, das ist uncool. Naja, reist mal los. Überspringe ich komplett. Drei Nabasu geweiht, ihr habt nichts verpasst. Fortfahren. Und überspringen. Irgendwelche Nabasus Level 10 oder so. Habe ich mir gar nicht so genau angeschaut. So. Jetzt schauen wir mal in die Armee. Ja, ihr könnt wahrscheinlich wieder, oder? Genau. Dann vereinigt euch mal mit der Hauptstreitmacht. Verstärkt sie. Wir hatten Level 8 der Armee. Mal gucken, was wir jetzt haben. Das dürfte nicht ins Gewicht fallen, richtig, aber... Die zweite Verstärkung hat es durchaus in sich. 87 Scharfschützen, das ist schon was. Da dürfen wir Level 9 erreichen. Das stelle ich euch da hin. Vielleicht mal so. So aus ein bisschen trennen. Was nun? Immer noch nur Level 8. Das ist überraschend. Aber okay, ich komme damit zurecht. Und hier ist schon wieder irgendwas. Was ist denn hier passiert? Okay, das ist viel. Rangaufstieg Logistikreform. Das machen wir direkt, damit es losläuft. Armee. Verteidiger der Freiheit. Es ist ja gerade nichts am Laufen, diesbezüglich. Die großzügigen Anwerber. Ach ja, richtig. Boah, das können wir dann mal machen. Was ist das hier? Verteidiger der Freiheit. Eine Gruppe. Achso, da Yamada Tata ist richtig. Das kann alle 5 Tage wiederholt werden. Kostet 75 Energie. Das ist natürlich auch eine ganze Menge. Wobei in 5 Tagen kriegen wir ja 100 Energie zusammen. Ich glaube, wir sollten das immer machen, richtig? Damit wir möglichst schnell diese Yamada auf eine Truppenstärke aufbauen, die interessant ist.
Und das unheilige Symbol von Robakuk verzaubern. Aha. Das hat er doch schon gemacht. Wieso ist das jetzt? Es kommt immer wieder neu. Ich verstehe das nicht. Naja gut, und hier die Ereignisse. Das ist eine Audienzanfrage und hier das ist auch irgendwas, was wir uns näher anschauen müssen. Aber dazu ist jetzt gerade nicht mehr so die Zeit. Wir gucken mal hier rein. Da können wir gerade nichts tun. Wir suchen jetzt auch auf keinen Fall neu. Und die Armee von Setsuna Shoi ist immer noch Level 8. Soll sie es wagen, diese 10er-Dämonen-Armee anzugehen? Das ist die Frage. Ich überleg's mir, und zwar bis zum nächsten Teil. Bis dahin!